zu dürfen, dass Sebastian Griesbeck, dass er heute dabei ist bei unserer Spieltags-PK, unser Vertragsangebot, seinen Vertrag vorzeitig, der bis 2017 gelaufen wäre, zu verlängern, angenommen hat. Und wir haben uns vereinbart, unsere Zusammenarbeit, also vorzeitig, wie gesagt, bis 2020 auszudehnen. Das ist für uns natürlich, für unseren Verein, richtig gute Nachricht, super Sache, super Entscheidung vom Krise, dass er das gemacht hat. Er hat ja hier, muss man sagen, eine fantastische Entwicklung genommen, kam damals vom SSV Ulm. Als wir noch die Liga gespielt haben, hat dann sofort den Aufstieg mit uns geschafft, hat uns hat zweimal mit uns den Klassenhalt in der zweiten Liga geschafft, hat sich zum Leistungsträger entwickelt. Dieses Jahr die Benennung mit Kevin Kraus zusammen von unserem Trainer zum Vizekapitän und sogar die Wahl dazu im Mannschaftsrat. Glückwunsch dazu auch nochmal. Und jetzt dieses Zeichen, dieses Signal, den Weg mit uns dauerhaft weiterzugehen, das freut uns alle riesig im Verein. Dazu gratuliere ich dir ganz herzlich, Krise. Wir freuen uns riesig drüber und sind stolz darauf, dass ein Spieler, der so tolle Entwicklung genommen hat, seine Zukunft weiter bei uns beim FCH sieht. Ja, erstmal habe ich mich natürlich selber das Angebot gefreut und dass wir dann auch relativ schnell den Vertrag verlängert haben. Ich fühle mich hier richtig wohl, hier entsteht was und ich möchte in Zukunft auch ein Teil davon bleiben. Und ich bin jetzt meine vierte Saison hier. Und jetzt wollen wir den Weg weitergehen und habe es bis 2020 unterschrieben und schauen wir mal, was noch alles möglich ist. Ja, sieht sehr gut aus, alle Mann an Bord, jeder Spieler kann trainieren, auch Robert Strauß steht wieder zur Verfügung, von daher können wir definitiv aus dem Vollen schöpfen. Wir sind ja erst am späten Montagnachmittag zurück gewesen und spielen jetzt schon wieder war klar, dass wir am Freitag schon wieder spielen. Deswegen haben wir relativ schnell den Bogen gespannt dann auf das Spiel morgen gegen Würzburg. Es gab nur eine Kurzanalyse. Ich glaube, jeder Einzelne wusste das Spiel genau einzuschätzen. Von daher geht es jetzt wieder in den Liga-Alltag und deswegen haben wir uns ganz schnell auf das Spiel gegen Würzburg konzentriert. Ich glaube, man sollte jetzt nicht zu sehr vergleichen. Es ist ein anderer Wettbewerb. Es sind andere Mannschaften, auf die man trifft. Wattenscheid war der Außenseiter, aber Wattenscheid ist auch eine Mannschaft gewesen, die in der Regionalliga West einen sehr guten Start gehabt hat, die guten Fußball spielen, die natürlich große Euphorie in diesem Spiel gehabt haben. Für sie war es das Spiel der Saison. So sind sie auch aufgetreten. Wir sind nicht so richtig aus dem Quark gekommen in der ersten Halbzeit, aber haben das dann mit Routine, natürlich auch mit ein bisschen Glück und Geschick, aber auch mit individueller Qualität, auch von der Bank, haben wir das, das Spiel in unsere Richtung gedreht. Aber nochmal, klar ist, so wie in der ersten Halbzeit dürfen wir nicht auftreten, in keinem Spiel. Aber man muss ja bloß im Pokal viele andere Spiele anschauen, dann sieht man, wie schwer es viele vermeintliche Favoriten gehabt haben. So oft haben wir das in der Vergangenheit, in den letzten Jahren nicht gehabt, außer im DFB-Pokal, aber es ist eben nochmal was anderes, ob du als Favorit in die erste Runde im DFB-Pokal gehst. Letztes Jahr gegen Pirmasens ist es uns sehr gut gelungen, jetzt gegen Wattenscheid in der ersten Halbzeit nicht. Aber das Spiel Würzburg wird wieder ganz anders und da bereiten wir uns dann dementsprechend auch vor. Ich weiß nicht, ob das überhaupt wichtig ist, wer der Favorit ist. Fakt ist, Würzburg hat nach der ersten Spiel der Niederlage in Braunschweig und dem Punkt gegen Kaiserslautern haben sie was verändert, personell. David Pissot ist ein neuer Spieler dazugekommen, der als Innenverteidiger auf der rechten Verteidigerposition gespielt hat. Richie Weil ist da von rechts hinten nach vorne, nominell eigentlich ein Sechser. Aber sie haben es ganz anders gespielt und das ist Warnung für uns genug. Sie haben eine sehr gute Leistung gebracht im Pokalspiel, jetzt gegen Eintracht Braunschweig. Sie haben verdient die nächste Runde gewonnen und das gegen den Gegner, den ich mit Eintracht Braunschweig am Ende der Saison ganz vorne erwartet. Es zeigt einfach, dass Würzburg ein guter Gegner ist. Ich habe es gestern schon gesagt, ein Gegner, den es schwer ist zu knacken, weil sie in der Defensive unheimlich gut kompakt verteidigen, sehr laufstark, sehr zweikampfstark sind, aber auch in der Offensive ihre Qualitäten haben und deswegen auch vor der Saison habe ich das mehrfach erwähnt, die Aufsteiger machen die Liga stärker und das sieht man insbesondere auch an Kickers Würzburg, die genau wissen, was sie tun müssen und dementsprechend ist jeder Mannschaft in dieser zweiten Liga sehr schwer machen können. Das wird mit Sicherheit passieren im Verlauf der Saison, ob es jetzt morgen der Fall schon ist, wird man sehen.
Für uns ist wichtig zu sehen, dass wir eben diese Alternativen haben und nicht nur Alternativen, sondern Spieler, die spielentscheidend sein können. Deswegen haben wir John Verhoek geholt, deswegen haben wir Bart Finney geholt, deswegen haben wir noch Dominik Wiedemann und auch Tim Kleindienst natürlich. Dennis Tomalla ist in einer sehr guten Form. Und es ist eben wichtig, dass man Alternativen hat, dass man Spieler hat, die Spiel entscheiden können, die Qualität in der Offensive heben können. Aber es war von Anfang an klar, dass in den ersten Spielen logischerweise nicht alle auf einmal sofort zum Einsatz kommen. Und wichtig ist für die Spieler, dass sie erkennen, dass es der mannschaftliche Erfolg das Wichtigste ist und dass die Chancen kommen, wenn sie fleißig bleiben, wenn sie gute Leistungen zeigen im Training, in Kurzeinsätzen. Das war jetzt der Fall in Wattenscheid. Im Prinzip für mich überhaupt nichts Besonderes. Das ist sollte für mich Selbstverständlichkeit sein, dass die Spieler, die dann kommen, auch von der Bank, der Mannschaft helfen, Leistung zeigen und sie somit empfehlen, auch dann von Anfang an zu spielen. Und dieses Prinzip, dieses Leistungsprinzip wird ja, die ganze Saison über auch gelten. Nö, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, ich freue mich, dass man muss ja bloß mal auf die Reaktion der Spieler schauen im Spiel, wie sie sich gefreut haben, wie wichtig Erfolgserlebnisse sind. Und es fällt mir nicht schwerer. Ich bin einfach nur froh, dass wir viele Spieler haben, die wir bringen können und auf verschiedene Situationen auch reagieren können. Klar, dass sie genutzt. Er hat gezeigt, dass er ein Spieler ist, auf dem wir bauen können. Sicherlich gab es noch die ein oder andere Anpassungsprobleme. Für ihn das erste Spiel als junger Spieler, der erst während der Vorbereitung zu uns gekommen ist. Er hat gezeigt, dass er ein Spieler sein kann, der uns hilft. Natürlich geht es um Konstanz, dass er die natürlich auch in den nächsten Wochen zeigt, aber mit seiner Dynamik, mit seiner Schnelligkeit, mit seiner Unbekümmertheit, auch mit seiner Aggressivität kann er uns schon helfen, die nächsten Wochen und Monate. Ja, definitiv. Ich glaube, wenn man die ersten zwei Spiele nimmt, in Braunschweig schon, aber vor allen Dingen gegen Kaiserslautern, da haben sie mehr reagiert auf den Gegner als agiert, haben aber phasenweise in diesen Spielen schon gezeigt, dass sie Qualität haben. Es war jetzt gegen Braunschweig im Pokal ganz anders. Da haben sie die Initiative ergriffen, haben einen guten Ballbesitz gehabt, haben gut nach vorne gespielt, sind auch in der Defensive über weite Strecken sehr gut gestanden und sind sehr selbstbewusst aufgetreten. So erwarten wir sie auch hier bei uns. Unser Ex-Spieler Richie Weil hat es ja angekündigt, er will 20-30% mehr geben. Aber spielt für uns nicht die große Rolle. Auch wir haben jetzt in den ersten drei Spielen, vor allen Dingen auch was die Ergebnisse betrifft, Selbstvertrauen getankt. Wir wissen, dass es ein sehr extrem intensives Spiel geben wird, wo sich die Mannschaften überhaupt nicht schenken werden. Wir spielen zu Hause und freuen uns jetzt auf die Würzburger Kickers, uns mit dem nächsten Aufsteiger messen zu können. Und natürlich sind unser Ziel 3 Punkte. Wissen aber nochmal, dass diese Nuss, die zu knacken ist, sehr, sehr schwer ist.